Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Terraformer da draußen, hier zurück zu Terraformers. Wir haben beim letzten Mal die ersten Schritte auf den roten Planeten gemacht und haben vor, jetzt heute die nächsten zu tun. Deswegen machen wir auch direkt hier weiter, als jetzt hier schon die erste Wahl nach den ersten 10 Runden unseres neuen Anführers jetzt hier stattfindet. In diesem Jahr beginnt eine neue Legislaturperiode, es wird also Zeit für die Wahl eines neuen Anführers. Das bedeutet in diesem Spiel immer, dass unser jetziger Gouverneur auf jeden Fall weg ist. Die dürfen immer nur eine Legislaturperiode machen. Wir bekommen dafür jetzt immer zwei andere optional zur Wahl, wo wir jetzt also uns wieder entscheiden können. Das hier wäre der Gustav, der ist gut in künstlichen Intelligenzen. Der bringt uns extra Energie, wenn wir nichts anderes mit unserer Aktion anzufangen wissen. Alternativ können wir aber auch sagen, dass ich mehr Gebäude auswählen möchte. Zwei zusätzliche Projekte werden in dieser Runde vorgeschlagen. Erhalte plus 3 Wissenschaft. Finde ich sehr, sehr stark, den Typen. Hochentwickelte Maschinenlernen erhöht deine Wissenschaftsproduktion um 1 je 7 Roboter, die ich baue. Gut, ich werde so schnell keine Roboter, glaube ich, bauen. Alternativ können wir den Hoche nehmen. Der Hoche ist ein Bauspezialist, der kostenlos 2 Felsen pro Runde zerstören kann. Er kann die modularen Wohnungen für nur Nahrungskosten bauen, was auch enorm stark ist, möchte ich sagen. Diese Dinger sind wirklich enorm stark. Und er hat Bauten auf dem Land. Der Bau von regionalen Gebäuden kostet 15% weniger Ressourcen. Ich werde mich aber trotzdem, Leute, hier für den Gustav entscheiden, weil ich diesen Bonus hier sehr, sehr gut finde. Also alle beide sind enorm gut. Auch wenn das hier interessant ist, aber wie gesagt, wir nehmen den Gustav an dieser Stelle hier. Und wir könnten nämlich jetzt hier seine Fähigkeit schon erstmalig einsetzen. Das wäre also hier das hier, die angewandte Forschung. Und dadurch habe ich hier plötzlich mehr zur Auswahl. Das hier würde mir dann ein großes Radioteleskop ermöglichen. Und hier haben wir schon das erste Gebäude, das einen Höhenvorteil hat. Zusätzlich plus 1 Wissenschaft pro Runde, wenn es auf einem Höhenplatz, wir haben ja so einen Höhenplatz, gebaut werden würde. Öffentliche Bäder brauchen wir nicht, Landeplatz brauchen wir nicht. Ganz im Ernst, ich entscheide mich tatsächlich dafür. Euch ist sicherlich aufgefallen, hey Mörp, das Ding ist ja rot. Die anderen sind blau, warum ist denn das rot? Ja, das liegt daran, diejenigen, die beim letzten Mal schon aufgepasst haben, diese roten Karten, die muss man draußen bauen. Die blauen baut man innerhalb von Siedlungen. Also das hier ist ein Gebäude, das einzig und allein draußen gebaut werden kann. Und das hier hat, wie gesagt, einen Höhenvorteil, so wie dieser Standort. Da werden wir also in der Zukunft das Ding da reinklabastern wollen. So. Derweil, Freunde, reduziere ich gerade eben mal die Menge an Wissenschaft, die ich hier produziere und tue mal hier ein bisschen mehr Wasser hier hinein, denn ich brauche ja nur 10 Wissenschaft, um das Ökohaus bauen zu können in der nächsten Runde. Dann kann ich das hier noch claimen und mich darüber freuen, dass ich dann endlich hier das hier auch sehr bald bauen kann. Wir gehen in den nächsten Turn und es gibt eine Investition in den Sektor. In den letzten Jahren war das Wirtschaftswachstum stabil, sodass wir ein größeres Budget als erwartet haben. Die zusätzlichen Einnahmen reichen aus, um eine unserer Industrien zu fördern, sodass diese Produktion erheblich steigern kann. Welche Industrie soll diesen Bonus erhalten? Jetzt muss ich genau gucken, ne? Also, es macht für mich keinen Sinn, die Bergbauindustrie zu fördern, weil ich hier kaum etwas mache, oder warte mal, Nahrung, Wissenschaft, Energie. Ich mache ja eigentlich nur Nahrung und Silikat. Nee, ich nehme die Fertigungsindustrie. Also ich kann jetzt quasi einfach sagen, alles, was ich produziere, wird nochmal, als ob es ein Bonus-Turn wäre, produziert. Und daher ich hauptsächlich Nahrung produziere und ein bisschen Silikat und ein bisschen Nitrat, würde ich aber sagen, ich gehe hier auf die Nahrung, weil alles andere habe ich nicht. Deswegen machen wir jetzt hier 52 Nahrung. So, was können wir jetzt hier noch machen? Das ist eine sogenannte Teermaschine. Diese Teermaschine ermöglicht uns noch mehr Expansionen, wenn wir das wollen. Gewächshausfarm, eine Marsha. Ich entscheide mich gleich. Denn das Erste, was ich jetzt mache, ist natürlich jetzt hier mein Ökohaus planten. Zack. Und dadurch kann ich mich jetzt hier noch weiter ausbreiten. Und wir bräuchten eigentlich jetzt hier 6 Titan, um uns weiter ausbreiten zu können. Titan wird aber gerade eben schwierig. Sagen wir mal schwierig. Was wir aber machen können, ist zu sagen, komm, wir
importieren jetzt hier Titan. Und dann kann ich nämlich erstmal das hier scannen. Vielleicht kriege ich aber auch genügend Titan zusammen mit ein bisschen Glück. Hier ist ein Titanvorkommen, ein großes. Ich mache aber erstmal trotzdem. Ja, das kostet mich 3 Energie. Ich muss aufpassen, dass ich. Ich muss mit der Energie jetzt langsam aber sicher anfangen, Haus zu halten. Das brachte uns 5 Titan, Freunde. Und dann können wir den Scan hier noch machen. Eine flache Ebene, da können wir auch eine Siedlung bauen, aber die ist völlig ungeschützt. 27 Unterstützung, weil wir einen Wohnort gefunden haben. Titan und Nitrat. Und nochmal 10 Bonusnahrung. Nice. So, jetzt kann ich nämlich hier das große Radioteleskop hier hinbauen. Und das produziert mir nämlich jetzt hier 2 Forschung, wie ihr sehen könnt. Gut. Jetzt müssen wir halt demnächst auch mal anfangen, Energie zu importieren. Ansonsten, wie gesagt, geraten wir in Teufelsküche. Wasser wäre natürlich auch geil, aber wir können gerade eben nicht alles gleichzeitig machen. Deswegen können wir jetzt hier immer noch die Entscheidung treffen, was wollen wir als nächstes hier noch machen. Tatsächlich sind Wohnhäuser immer gut. Auch so eine Marsha, sage ich jetzt mal, ist eine gute Gelegenheit. So, nochmal so ein Entertainment-Forum, ein Labor, eine Resonanzstation. Ich meine, er kann mir jetzt auch einfach Energie produzieren, wenn mir das zu kritisch wird. Aber tatsächlich will ich momentan erstmal nochmal ein bisschen erkunden. Wir erkunden das hier. Und finden eine Lavahöhle. Lavahöhlen sind die besten Orte, an denen man eine Siedlung errichten kann. Die sind vollständig vor Strahlung geschützt. 28 Unterstützung, 3 Titan und 3 Tritium haben wir jetzt hier bekommen. Das ist eine geile Angelegenheit. Und dadurch könnte ich jetzt hier die Marsha sogar noch bauen. Ich baue die Marsha hier hin, weil sie dann hier nochmal einen Nachbarschaftsbonus durch dieses Restaurant bekommt. Ihr seht es hier, plus 7 bekommen wir hier an Laune. Machen jetzt hier insgesamt schon 22. Und die Stadt wird dadurch jetzt hier schon richtig groß, wie ihr sehen könnt. So, eine weitere Expansionsmöglichkeit hat sich jetzt hier für uns offeriert. Und wir könnten hier noch mehr Nitrat machen, wenn wir wollten. Wir könnten aber auch versuchen, in diese Richtung zu expandieren, um zu gucken, was wir hier finden. Das hier ist übrigens auch wichtig. Das hier ist ein Ort, der bei entsprechender Meeresspiegelhöhe überflutet werden kann. Das sollte man berücksichtigen, bevor man da irgendwelche Sachen baut. Können wir zum Beispiel hier reingucken, ne? Das ist allerdings hier nur bei einer Überflutung von Level 3. Also da ist schon sehr viel Wasser auf dem Planeten. Das ist die höchste Stufe. Man kann aber einen Deich errichten, dann ist das Ding hier trotzdem safe. Also man könnte hier was hinbauen. Der Deich ist übrigens baubar, unabhängig von den Gebäuden, die man hier errichten kann. Ich kann aber diese Runde gerade eben gar nichts mehr tun, deswegen gehen wir nochmal... Ah ne, ich muss jetzt hier wieder diese Entscheidung treffen. Resonanzstation, Entertainment. Ich glaube, unter diesen Umständen nehme ich das Labor. Genau, ich nehme das Labor. Und das mache ich diese Runde noch nicht. Und jetzt wollen die Leute noch mehr. Minus 16. Wir hatten plus 14, jetzt sind wir bei minus 2. Aber ihr seht, wir steigen trotzdem, weil wir uns regelmäßig Boni aufbauen. So, das ist eine Sauerstofffabrik. Damit können wir anfangen, die Atmosphäre zu verdichten und mehr Sauerstoff in den Planeten zu bringen. Komposttieranlage. Mehr Nitrat für jeden Bewohner. Wäre auch eine Idee. Oder ein Rover-Erkundungszentrum. Dann können wir noch mehr erkunden. Ich glaube, ich nehme das Rover-Erkundungszentrum in diesem Zusammenhang, Freunde. Und werde das Gebiet jetzt hier mal ausscannen. Ja, eine felsige Ebene. Ein paar Ressourcen bekommen. Ist aber auch eine Höhenlage, wie ich gerade feststelle. Das heißt, dass meine Expansionsbemühungen, die gehen hier hin. Aber erst, wenn ich das Ding hier natürlich bauen kann. Das macht jetzt momentan natürlich noch keinen Sinn. Jetzt hier, ihr habt es gerade eben gesehen, plötzlich ein Minus-1-Malus auf die Unterstützung. Aber warum denn das, Merp? Ja, ganz einfach. Weil wir nur innerhalb eines Feldes hier ohne Malus, weil die Leute nicht so gerne so weit fahren, nicht so weit laufen wollen, Gebiete kontrollieren können. Gehen wir weiter weg, mit jedem Schritt von der Stadt entfernt, senkt sich mit jedem Feld also die Laune, um es zu unterhalten, um weiteren einen Punkt. Es gibt Gebäude, die diesen Malus ausgleichen, wie zum Beispiel Busstationen. Dann haben wir eine höhere Reichweite, die wir kompensieren können. Jetzt habe ich das hier versehentlich gerade eben gemacht, aber ich kann euch noch was Neues zeigen.
Wenn wir versehentlich was geklickt haben, was wir nicht wollen, ist, wir können eine Sache pro Runde undoen. Also, da war gerade eben dieser Button, dass ich diese Aktion zurücknehmen kann. So, das war schon mal gar nicht so unwichtig. Wir könnten aber auch tatsächlich ein bisschen Wasser gebrauchen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich brauche auch die Energie. So, wir gehen weiter. Und jetzt geht's schon los mit dem biotechnischen Fortschritt. Deine Wissenschaftler erzielen mittels Biotechnik Fortschritte hinsichtlich der Anpassung an das Leben auf dem Mars. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Cyanobakterien zu bekommen oder Methanbakterien. Wichtig sind die Mindestvoraussetzungen. Wir können die Cyanobakterien jetzt noch nicht benutzen, weil es einfach zu kalt ist auf dem Planeten. Es gibt zwar unterschiedliche Klimazonen, wo sie auch überleben können, aber die Cyanobakterien, die mehr Atmosphäre und Sauerstoff produzieren würden, eher nicht. Anders sieht es mit den Methanbakterien aus, die die Wärme auf dem Planeten verbessern. Ich bekomme hier, um das zu machen, direkt einen Bakterienverteiler und die Fähigkeit, Methanbakterien auf dem Planeten für den Treibhauseffekt hier zu verbreiten. Oh, und damit habe ich jetzt schon etwas gefunden, was ich dringend brauche. Ich brauche die Windräder, wie ihr sehen könnt. Ja, ich brauche Windräder. Ich habe soeben beschlossen, Windräder sind toll. So. Ich kann hier natürlich auch noch andere Sachen abbauen. Zum Beispiel das hier. Bekomme ich nochmal 3 Titan und 6 Nitrat. Dann komme ich meinem Windrad deutlich näher, sage ich euch. Da komme ich dem Ding deutlich näher. Jetzt ist für mich die Frage im Raum. Möchte ich... ich baue das Labor hier hin. Dann mache ich nochmal einen Wissenschaft mehr, weil wir hatten es gerade eben, wir konnten es bauen. Also warum es nicht bauen, wenn es geht? So, dala. Ich könnte nochmal Energie einfach so produzieren oder einfach nochmal was scannen. Ich glaube, ich scanne... Da gäbe es nochmal Wasser, Titan. Ich nehme natürlich etwas, was relativ günstiges hier, das da. Eine Canyon-Aussicht. Deine Forscher sind auf den Rand eines ausgedehnten Canyon-Systems gestoßen. Die Aussicht dort oben ist atemberaubend und wäre sicher ein beliebtes Touristenziel, wenn es eine Stadt in der Nähe gäbe. Also man muss das Gebiet kontrollieren, ne, durch diese Ausbreitung. Und dann kann man dort, so wie es aussieht, etwas Besonderes reinbauen. Oh, wir haben nochmal Nahrung gefunden. Und dieses Besondere wäre in dem Fall ein sogenannter Aussichtsturm, der innerhalb dieser Stadt die Lebensqualität verbessern würde. Also, die dann wiederum verrechnet wird mit unserem Einkommen an Unterstützung. Mal überlegen. Ich kann jetzt tatsächlich die Windräder dadurch errichten. Und weil ich hier den Höhenvorteil nicht verschwenden will, werde ich das Ding hier bauen, oder? Ja, ich glaube, ich werde es da bauen. Also, wir weiten uns in diese Richtung aus und bauen die Windräder. Leider bekommen die Windräder hier keinen Höhenbonus. Warum, weiß ich nicht. Aber ich schätze mal, es liegt daran, dass auf dem Mars die Atmosphäre zu dünn ist. Und umso höher du gehst, desto dünner wird sie ja. Deswegen hast du da wahrscheinlich keinen echten Höhenbonus. Weil einfach die Luft aber an einem gewissen Punkt so dünn wird, dass sie nicht mehr mit den Windrädern interagieren können. So, wir haben jetzt aber dadurch jetzt hier endlich auch ein reguläres Einkommen an Energie. Was unglaublich praktisch und nützlich ist für unsere Zwecke. So, dann gehen wir in den nächsten Turn. Sole-Elektrolyseur. +2 Unterstützung pro Runde für jedes Gebäude im Besitz dieser Stadt, das Wasser kostet. Wir haben sehr viele Gebäude in unserer ersten Stadt, die Wasser kosten. Großes Radioteleskop. Ja, wir machen das auf jeden Fall. Ganz im Ernst. Wir können mal reingucken und mal gucken. Also dieses Gebäude hat kein Wasser gekostet. Das hat Nahrung und Titan gekostet. Das hat nur Nahrung gekostet. Das hat Nahrung gekostet. Ihr seht, alles Sachen, die quasi kein Wasser gekostet haben. Aber das hier hat Wasser gekostet. 1, 2, 3 Gebäude haben Wasser gekostet. Und deswegen lohnt sich dieses Gebäude. Wenn ich den hier noch reinbaue, habe ich noch ein 4. Gebäude, was Wasser gekostet hat, wie ihr seht. Und das summiert sich halt auf mit diesem Teil hier. Ganz massiv. So, jetzt kann ich das hier wieder rückgängig machen. Wir brauchen mehr Titan. Ich sag euch, Titan, das ist etwas, was uns gerade eben wirklich hart trifft, dass wir nicht genügend Titan haben. Das kostet jetzt schon 4. Ist mir egal, ich brauche mehr Titan. So, wieder eine flache Ebene. Titan und Nitrat erhalten. Wir können eigentlich demnächst anfangen, eine neue Siedlung zu machen. Zum Beispiel hier bei der Lavahöhle. Aber wir müssen dafür alle benachbarten Standorte, also diesen hier erkundet haben. Den müssen wir noch erkunden.
Dann erst können wir hier uns hier hinein setzen, ganz gemütlich, wie wir sind. Okay, nächste Runde. Wäre die Option, das zu tun. Ein weiteres Wohnmodul. Geil. Die CO2-Fabrik wäre auch interessant. Wärme und Atmosphäre. Robotikzentrum. Roboter in dieser Stadt gewähren einen zusätzlichen Expansionspunkt. Also jeder Roboter, den ich hier habe, und das wären hier in dem Fall zwei, würde mir nochmal jeweils einen weiteren Expansionspunkt geben, wenn ich das wollte. Was mich aber gerade viel mehr interessiert, ist ein Wohnmodul für die neue Siedlung. Auf der anderen Seite kann ich aber auch gerade eben noch damit warten. Wir werden jetzt erstmal das hier ganz, ganz kurz uns hier holen. Da finden wir ein Tritium-Vorkommen, das wir also auch noch abbauen können. Und jetzt können wir hier diese Vulkanhöhle uns gönnen und schon mal die Stadt hier gründen. Allerdings, wie ihr seht, werden wir dann eine ganze Menge Abbau betreiben müssen. Ah, wobei, will ich das jetzt schon? Nein, ich möchte noch mehr Wasser haben. Holy moly. Ich brauche auch Wasser, Leute, wie ich gerade feststelle. Was nehmen wir denn dann jetzt hier? Oh Gott, das ist eine verdammt schwierige Entscheidung. Nee, ich nehme dich da, genau. Musste ich ja noch nicht bauen, ganz einfach. So, nächste Runde. Kulturfleischlabor. Ein Kulturfleischlabor ist das, also ist kein Ort, wo man Tiere hält, sondern wird in der Petrischale Fleisch produziert. Das ist tatsächlich heutzutage eine Wissenschaft, die allerdings noch nicht marktreif geworden ist, weil es immer noch sehr, sehr teuer ist. Habe ich aber damals tatsächlich während meines Studiums der Biologie kennenlernen dürfen, den Bereich. War interessant. Also es sind quasi Fleischprodukte, die nie ein Tier waren. Einfach von Anfang an nur als Fleisch produziert worden sind. Wird nicht jedermanns Sache sein, aber solche Sachen werden zurzeit wissenschaftlich gemacht. Ein Krankenhaus wäre auch eine Option, aber ein Krankenhaus, das bringt einen 7er Bonus im Vergleich zu den öffentlichen Bädern. Ich glaube tatsächlich, dass das Krankenhaus nicht ganz so nützlich ist. Aber gucken wir mal rein. Wobei, wenn ich hier ein Krankenhaus hinsetzen würde, hätte das schon was. Es kostet halt Zeug, was ich ansonsten... Magnetfusionskraftwerk? Nee, das möchte ich hier nicht reinbauen. Das senkt die Lebensqualität. Ich mache das Krankenhaus hier rein. Das verbessert hier nochmal die Laune. Einfach nochmal um plus 1 und netto plus 7. Also machen wir wieder plus 5 Unterstützung jetzt an dieser Stelle hier, Leute. Was ich ganz, ganz gut finde. Das hier baue ich nicht, das Wohnmodul. Das sehe ich gerade eben gar nicht. Wir brauchen aber endlich mehr Wasser. Wo finde ich Wasser? Hier gäbe es jede Menge Wissenschaft. Titan. Ich meine, Titan wäre auch nicht schlecht, wenn wir hier noch mehr Titan bekommen. Hier gäbe es Wasser. Hier gibt es ein großes Wasservorkommen. Plus 4 Wasser und 2 Silikat. Yes. Jetzt kann ich nämlich die öffentlichen Bäder hier errichten und ersetze damit einfach jetzt hier das Entertainment Center und mache dadurch nochmal netto 2 Punkte mehr Unterstützung. So. Dann machen wir vielleicht noch irgendetwas, um noch mehr Titan zu bekommen. 4 Energie. Gibt es irgendwo noch Titan, wo vielleicht nur 3 kostet? Nee, das ist alles teurer, weil wir schon so weit weg sind. Komm, dann machen wir das da. Nochmal 3 Titan für eine weitere Lavahöhle. So. Ist aber auch ein Überschwemmungsgebiet. Da muss man sich erstmal darüber im Klaren werden, dass das hier überschwemmt wird. Ich weiß nicht, wie man eine Stadt sichert, dass sie nicht überschwemmt wird. Das ist ein großes Problem. Hier sieht man übrigens auch hier die Temperatur in diesem Klimazone, Sauerstoffgehalt und Regen. Es ist alles nicht so geil hier. Alles nicht so geil. So, wichtig für uns ist aber, dass wir jetzt hier das Rover-Erkundungszentrum theoretisch bauen könnten, aber wir haben leider keinen Slot frei. Das ist der große Malus. Okay. Dann nächste Runde. Und dadurch verlieren wir schon wieder Unterstützung, weil die Leute noch anspruchsvoller werden. Was aber auch mit unserem Schwierigkeitsgrad zusammenhängt. Oh, das ist interessant. Orbitalring bietet noch mehr Handelsrouten. Das wäre unser erstes Weltraumprojekt. Oder ein Androidenknoten. Nee, glaube ich, ich mache tatsächlich hier den Orbitalring als Forschungsprojekt. 3 Forschungsprojekte kann man gleichzeitig haben, mehr nicht. Das heißt, man muss es dann erstmal abbauen. Das mache ich auch jetzt dadurch, indem ich jetzt hier sage, zack. Und zack, ein Handelsknoten verbraucht jetzt hier mein Tritium, um hier diesen Orbitalring hier
in die Tat umzusetzen. Das wird aber mindestens 22 Turns dauern, vorausgesetzt, ich werde bis dahin noch 7 Titan Tritium auftreiben können. Aber vorher, Freunde, können wir uns jetzt hier den Sol-Elektrolyseur holen, den ich jetzt nicht hier drauf bauen kann, weil hier dieser Blocker im Weg ist. Ausgezeichnet, dann benutzen wir zum allerersten Mal jetzt hier unsere Fähigkeit, Energie aus dem Nichts zu produzieren. Und jetzt kann ich den Sol-Elektrolyseur bauen und ich baue ihn einfach hier hinein und mache dadurch ein bisschen mehr Unterstützung, um den Nachteil, den wir hier haben, auszugleichen. Die Stadt, wie ihr seht, ist auch jetzt schon in einem verdammt weit entwickelten Zustand. Wir haben nur noch einen Slot frei und ich muss mir überlegen, was ich da reinmachen möchte. So, dann gehen wir ja in die nächste Runde und haben die Möglichkeit, hier wieder eine Sauerstofffabrik uns zu holen. Ein weiteres Wohnmodul oder eine Nahrungsmittelfabrik. Die Nahrungsmittelfabrik würde ich tatsächlich gar nicht so sehr empfehlen. Ihr seht, das Ding macht minus 1 Unterstützung und plus 1 Nahrung. Es ist deswegen eine Option, weil es halt fast nichts kostet. Es kostet 8 Energie im Vergleich zu den anderen Gebäuden. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass die Nahrungsmittelfabrik es wert ist. Ich würde tatsächlich eher noch eine Sauerstofffabrik jetzt hier noch machen, Leute. Dass wir die schon mal vorhalten für die Zukunft. So, apropos für die Zukunft. Wir haben ab jetzt die Gelegenheit, jetzt hier vielleicht mal diese Lavahöhle uns hier näher anzuschauen. Wir werden, wenn wir 5 Wasser hätten, was wir nicht haben, hergehen in der nächsten Runde und uns da endlich hin expandieren. Oder will ich vorher nochmal was? Nee, ich hole mir jetzt die Extra-Energie, Freunde. Die Extra-Energie. Denn wir haben ihn jetzt gerade eben, wir werden ihn jetzt verlieren. Das war sein letzter Tag als unser Gouverneur. Genau, neues Anführer. Line muss her. Das ist der Henry Carnegie. Der ist mega geil, ey, ohne Witz, den nehmen wir. Der ist jetzt schon gesetzt. Wisst ihr warum? Der Typ kann heiße Luft machen und sie stinkt. Er kann also durch, also ist ein Profi in Umweltverschmutzung, was in dem Fall für den Mars total toll ist. Er kann Atmosphäre und Wärme produzieren. Also das ist seine Hauptfähigkeit und das sorgt dafür, also der wird alleine es hinbekommen, unseren Mars um eine Stufe sowohl bei Atmosphäre als auch bei Wärme nach oben katapultieren. Alternativ hätten wir noch die Eische Jäger. Die Eische ist gut darin, wenn es darum geht, Lebensformen, also Tiere und Pflanzen auf dem Planeten zu verteilen, aber das ist noch viel zu früh. Ja, wir sind in einer Phase, wo der Henry für uns der geile Scheiß ist. So. Was nehmen wir dann hier? Tritium-Thermogenerator? Vielleicht, um noch mehr Energie zu produzieren. Quantendatenzentrum? Nee, brauchen wir nicht. Ich werde, glaube ich, den Tritium-Generator nehmen. So, und jetzt guckt mal hier. Wir haben hier momentan 0 von 33 Temperatur. Jetzt kann ich die Fähigkeit jede Runde von ihm einsetzen. Plus 4. Wenn ich das jede Runde mache, ohne irgendetwas anderes zu erforschen, habe ich dadurch halt schon 40 Wärme und 40 Atmosphäre. Das ist das hier. Also ich klicke mal drauf. Zack, 4 und hier sind wir schon bei 7. So. So läuft das, Freunde. So muss das sein. Wir kriegen nochmal nach Merptopia rein. Und jetzt kann ich hier nochmal, ganz im Ernst, ich glaube, ich werde tatsächlich den Tritium-Thermogenerator. Den habe ich auf jeden Fall gerade eben jetzt hier auf meiner Liste. Aber nee, wir machen es anders. Wir machen jetzt erstmal hier die neue Stadt. Die nenne ich jetzt nach einem meiner Patreons. Und zwar die natürlich von der höchsten Stufe abwärts. Das wird jetzt hier, Pinsitopia. So, Pinsitopia für Pastor Pinsi wird gegründet. Und wir bauen. Ja, im Grunde ist. Ja, nee, ich mach das hier hin. Zack. Das Ding hier kommt hier rein. Und dann möchte ich ganz, ganz gerne den Tritium-Thermogenerator hier reinbauen. Allerdings mit Abstand, dass seine minus 1 Unterstützung der Bevölkerung hier nicht auf das Hauptquartier hier wirkt. Deswegen habe ich das hier sofort quasi unterbunden, ne, logischerweise. Dann haben wir jetzt aber auch keine Energie mehr. Das macht aber nichts. Denn wir werden gerade eben sowieso keine Energie mehr nutzen, um irgendwelche Sachen zu erkunden. Das werden wir jetzt eigentlich nur noch alle 3 Runden mit dem Erkundungssatelliten tun.
Jetzt gucken wir mal, was wir jetzt hier noch brauchen können. Wir könnten Wasser gebrauchen. Eine Menge Wasser. Wissenschaft produzieren wir auf jeden Fall genug. Hier gäbe es ein bisschen Wasser. Hier gäbe es viel Wasser. So, vier Wasser und drei Titan. Ja, es ist weniger Wasser gewesen als erhofft. Tatsächlich. Ich kann übrigens bei solchen Wasserquellen auch das Wasser tatsächlich benutzen, um den Meeresspiegel anheben zu lassen. Also theoretisch ist das auch möglich. Okay, wir haben aber sehr, sehr wenig Wasser gerade eben. Und wir können hier nur noch dieses Wohnmodul bauen, das was mir aber nichts bringt. Komm, dann mache ich diesen Weg jetzt hier nochmal frei und gehe in den nächsten Turn. So, wir bekommen eine Ressourcenlieferung von der Erde. Einfach mal so frei Haus hier ins Gesicht gedrückt. Gucken wir mal, was wir brauchen könnten. Wir könnten Wissenschaft gebrauchen, wir könnten Wasser gebrauchen. Aber nichts davon werden wir bekommen. Nitrat, Silikat, Tritium. In dem Fall würde ich mich, glaube ich, tatsächlich über Tritium freuen, weil das ist das Einzige ist, was wir nicht produzieren. Nehmen wir Tritium mit jetzt hier, Freunde. Und wir machen natürlich hier wieder stinkende Luft mit dem Kollegen, damit wir hier unsere Stufen erhöhen, weil es ja eines unserer Siegbedingungen ist. Dann gehen wir hier in Pinsitopia rein und hauen das hier raus und bauen ein weiteres Wohngebäude da rein. So, wie ihr seht, hier versuche ich natürlich auch wieder die Synergieeffekte herzubekommen. Und jetzt können wir expandieren. Und das ist jetzt hier eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit. Wir expandieren hierhin, um so bald wie möglich hier den Tagebau zu machen. Machen wir plus 2. Das ist ein richtig gutes Vorkommen hier. Gibt sogar Dreier-Vorkommen. Aber das ist schon mal sehr, sehr stark. Für 6 Energie und 6 Titan bekomme ich jede Runde 2 Titan. Was aber nicht sofort passieren wird, Freunde. Daran müssen wir uns gewöhnen. So, wir haben noch die Wahl jetzt hier. Roboter-Hub. Entwicklungszentrum. Du kannst jede Runde ein zusätzliches Projekt. Bakterienverteiler. Ne, ich nehme den Roboter-Hub. Und gehe in den nächsten Turn. Ein weiteres Wohnmodul. Gasfabrik für mehr Atmosphäre. Gewächshausfarm. Ne, Nahrung mache ich eigentlich schon genügend. Wir gehen auf ein weiteres Wohnmodul. Und wir machen wieder heiße Luft. CO2-Importe. Ausgezeichnet. So. Ich möchte jetzt eine Runde lang genügend hiervon produzieren. Und weiter geht's mit dem biotechnologischen Fortschritt. Wir können Deinokokki holen, die uns mehr Atmosphäre bringen, oder künstliche Bakterien, die uns einfach Wissenschaft bringen. Aber ihr seht, die brauchen sehr viel Sauerstoff. Da brauche ich schon Sauerstoffstufe 1. Ich erlaube die Deinokokki. Oh! Mehr Energie, ein Solarfeld! Ja, das ist eigentlich etwas, was ich haben möchte. Ich möchte gerne ein Solarfeld haben. Denn ich bin immer noch der Meinung, dass wir zu wenig Energie produzieren. Wir haben jetzt hier 6 davon. Wir holen uns deswegen nochmal ein bisschen mehr Wasser. Ich könnte diese beiden Gebäude jetzt hier schon bauen, wenn ich die Felder dazu hätte. So, oh, warte mal. Ne, ich werde die Energie nicht herkriegen. Ja. Was wollen wir denn jetzt hier uns noch mal freischalten? Was könnten wir ganz dringend brauchen? Ja, Wasser nach wie vor. Ich versuche mehr Wasser zu generieren. So, deswegen habe ich jetzt da was gescannt. Er macht wieder heiße Luft, bringt sie zum Stinken. Und dann gehen wir in den nächsten Turn. Erkundungssatelliten. Ich kann einen weiteren Erkundungssatelliten bekommen. Ganz im Ernst, finde ich sehr reizvoll, die Idee. Unser zweites Weltraumprojekt, ein weiterer Erkundungssatellit. So, dann können wir endlich den Tagebau hier machen und machen jetzt hier +2 von dem Titan. Und wir können, wenn wir wollen, in absehbarer Zeit einen Roboter-Hub jetzt hier noch reinbauen. Das wäre super, dann haben wir nämlich mehr Kontrolle über unsere umliegenden Gebiete. Noch mehr heiße Luft. Und nächster Turn. Dokumentation. Ein großer Sender auf der Erde dreht einen Dokumentarfilm über das Leben auf dem Mars. Und dadurch können wir uns jetzt hier was gönnen. Entweder können wir das Orbitalteleskop aus Phobos bekommen, was uns einen Wissenschaftsboost geben würde, wäre aber auch ein Weltraumprojekt.
Oder wir können sogenannte modulare Wohnungen uns holen. Alternativ aber auch Ozeanimporte von Europa, was auch ein entsprechendes Weltraumprojekt wäre. Ich nehme die modularen Wohnungen. Ganz im Ernst, Wohnungen sind geil. Und wir können noch Ökohäuser machen. Orbital-Solarmodule würde auch Energie bringen. Ist auch ein Weltraumprojekt, wie man hier sieht. Das wäre halt sehr viel Energie. Aber das wird ewig dauern, bis wir das haben. Nee, ich nehme die Ökohäuser. Ich nehme die Ökohäuser in dem Fall. Ich habe jetzt wieder 10 Wasser. Ganz im Ernst. 10 Wasser reichen fürs Erste. Auch wenn ich gerne mal endlich das hier bauen möchte. Aber ich brauche auch mehr Energie. Ohne Energie geht hier gar nichts. So, wir holen uns aber trotzdem jetzt hier nochmal ganz, ganz kurz hier diese nächste Stufe. Und dann, meine lieben Freunde, werden wir beim nächsten Mal erfahren, was passiert, wenn wir endlich die nächste Temperaturstufe erreichen, beziehungsweise die nächste Atmosphärenstufe. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, sag bis zum nächsten Mal, schöne Zeit, wenn ihr wollt. Tschüssi und Ade.